Hallo und willkommen zurück bei Vampires the Masquerade Bloodline. Jetzt testen wir mal unser neuer Ausweis. Der Passwort. Ich brauche Level 6. Ja. Ausweis. Moment, wir haben doch vorhin ein Passwort erhalten. Erwacht. Passwort korrekt. Sehr gut. Entsperren. Ha. Der Schalter wurde entsperrt. Sehr gut. Ist das der Schalter? Nee. So, hier passiert nichts. Aber ich glaube, das habe ich doch schon irgendwo mal gesehen. Oder nicht? Moment. Ja, genau da. Eins dieser Bilder hier. Obwohl, die sehen alle ein bisschen interessant aus. Macht. Oh! Einmal. Und dann schauen wir uns mal an, was da unten verborgen ist. Okay. I get the fuck out of here. It seems that these final nights have brought us together once again. I see you've begun to embrace the beast within you. I smell the sweetest blood of my brethren upon your very hands. But enough with the pleasantries. Witness the power of my flesh transformed into the vessel of your destruction. Farewell, young Kenite. Erkenne dich, du warst auf dem Schrottplatz in Santa Monica. Sei zu sterben, Sabbatmonster. Und ich schleiche hier noch durch die Gegend. Ich hab doch. Ja, tatsächlich, ich habe eine Waffe gekriegt. Wow. Stärke. Besser. Der Geschwindigkeit. Ach du stark ist der Typ denn. Ach du. Wo ist der diesmal hin? Ah, dort drüben. Stärke. Besser. Neben. Verdammt. Und wir haben kaum noch Blut. Hier, Anblut. Benutzen. Gut, was. Ja, gut. Stärke, Präsenz. Komm schon, du Sackgaffe. Da oben ist der. Daneben.
Ah. Geschwindigkeit, Beurteilung, Stärke. Ah, let's go. Verdammt. Ha. Gut. Wir haben ihn sowas von fertig gemacht. War so nicht schlecht. Ui. Au. Oh, wir haben jetzt auch noch einen Katana. Der sieht mich. Hier. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So ein widerlicher Typ. Ah, und ich muss ja auch noch sagen, nach unten gehen. Ob hier unten auch so etwas auf mich wartet. Sieht im Moment nicht so aus. Gut, dann gehen wir wieder raus. Da. Gut, hier können wir wieder laufen. Müssen ja uns noch durch die Gegend schleichen. Vielleicht hat Baguette etwas zurückgeschrieben, deshalb gehen wir. Ah, und die Belohnung des Prinzen im Briefkasten dürfen wir diesmal nicht vergessen. Ich hoffe, die ist da, nicht so wie letztes Mal. Ja.
Ein Umschlag mit ein bisschen Geld. Ruhe! Der mit seinem Gehuste geht mir auf den Nerven. Aber wenigstens diesmal haben wir etwas mit Pinseln gekriegt. Wir sind doch in L.A., also in Amerika. Und ich dachte, in Amerika wäre der Erdgeschoss, wie wir ihn kennen, immer das, der erste Stock. Und der erste Stock, so wie wir ihn... Was machst du hier hinten? Wie wir ihn kennen, ist bei Ihnen der zweite Stock. Oder irre ich mich da? Master? Ich komme später wieder. Was ist das? Ach, nichts. Gut, dann wieder rauf. Was haben wir denn da Schönes? Eine neue E-Mail. Ja. Exzellent. Oh. Wie ich hörte, hast du in der Bibliothek ein Sabbatritual vereitelt. Vermutlich sollte es der Erweckung dessen dienen, wer oder was auch immer in diesem Sarkophag liegt. Ich werde dafür sorgen, dass es keinen zweiten Versuch geben wird. Sicherlich muss ich nicht extra erwähnen, dass es nicht besonders clever wäre, irgendjemand von diesem unglücklichen Vorfall zu berichten. Beckett. Jetzt. Gelöst. Also, weg mit dem Scheiß. Gut. Sie war doch noch vorhin unten. Master? Ich komme später wieder. Habe ich sonst hier noch etwas? Nö. Na gut, Moment mal. Wie viele Punkte haben wir? Oho, oho, oho. 19. Ja, ich investiere da mal Punkte, damit wir der Kugel noch besser ausweichen können. Dann wird etwas in... Ja, irgendwann investiere ich auch in andere Punkte. Ich sehe gerade, unser Blutlevel ist nicht so hoch, wie ich es gern hätte. Und da unten ist eine Wache, die mir ein bisschen auf den Sack geht. Die so gut wie kein Blut mehr hatte. Ich muss weg. Fuck. Was oder wen soll ich jetzt aussaugen? Okay, die geht auch. Wie es aussieht, hatten die mal wieder Spaß hier hinten. Und jetzt hatte ich Spaß mit dir. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, das andere Spaß mir ein bisschen, ja, gefallen hätte. Hier ist niemand. Gut. Was haben wir noch? In Santa Monica Next in L.A. Der Sarkophag und bei den Giovannis. Hier haben wir den Königsweg und den Chinatown waren wir noch nicht. Gut, ich würde mal sagen... Hab ihn. Sicher, warum nicht? Dann gehen wir in den Königsweg.
Mal schauen, was uns dort erwartet. Eine Katze. Eine todbringende Katze. Das Schlimmste, was die Welt je erfahren musste. Katzen. Na, ich habe nichts gegen Katzen. Aber das hier ist ein bisschen verdächtig. Wir können einfach seelenruhig hier reinspazieren. Auch hier herumhüpfen und Tandachadeien. Also. Was ist das? Wir können sogar hier raufklettern. Die Scheiben sind ja zugekleistert. Wir können sogar hier raufgehen. Und hier reinsteigen. Was ist das für ein Gewimmer? Können wir auch von der Vorderseite rein? Oder haben wir aus Versehen schon den Weg reingefunden? Nein, hier können wir nicht rein, also müssen wir doch durch diese. Ich klingt das widerlich. Okay, dann mach auf mit uns. Und wieder hoch. Und ich dachte, ich hätte schon ein Secret oder so gefunden. Aber bevor wir reingehen. Überall diese Summen von Fliegen. Da drin muss es stinken, wie weiß nicht was. Zuerst speichern und dann. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz erwartet. Ich wusste, es wird schaurig, oder wie man das nennen soll. Aber, ist das alles hier aus Gedärmen, Knochen und Menschenhaut gemacht? Auch die Wände? Unbekannter Artikel. Heilrate um 150% erhöht. Wenn man die Wände angreift, dann bluten die. Und was das Schlimmste in diesem Zimmer ist, ist dieses Bett. Es passt voll nicht zum Ambiente. Nee, Spaß beiseite. Also, wenn ich ehrlich bin, hier würde ich nicht gerne wohnen. Nicht nur, dass es stinkt. Und von zweibeinigen unten. Also zwei Ungeziefer befallen ist. Ich weiß nicht, wie man Menschenhaut putzen soll. Also soll ich das Haus mit Reinigungsmittel putzen? Oder muss ich das mit Shampoo putzen? Was war das denn? Okay.
Blutkonserve. Aristokratenblutkonserve. Wenigstens ein bisschen zu essen gibt es hier. Also. Hier können wir nicht drunter, weil irgendetwas uns den Weg versperrt. Okay. Dann haben wir hier ein Muster. Oh, ein edler Ring. Ist das nicht ein Bild, das in La Galerie Noire war? Aus Sicherheitsgründen speichern wir mal ab. So schnell will ich eigentlich nicht ins Gras beißen und das Ganze. Okay. Und einer von diesen Monster bin ich ja. Also der Innenarchitekt war scheiße. Eindeutig. Auch wenn man ein großer böser Vampir ist, man sollte mit dem Scheiß nicht übertreiben. Ah, hello young canine. I see your face is not so lifeless. Your nerves not so deadened that you cannot express shock. Tell me, child, is my appearance that frightening? Or is it my knowledge of you that is so unnerving? Was zum Teufel ist denn hier los? Das reinste Ehrenhaus. Oh, child of Cain, the sights in this haven pale in comparison to my ancestral estate. Comfort is a custom. And all of this artifice brings me closer to my home. Do not fear for my furniture, young one. Du hast doch dieses Band aufgezeichnet, nicht wahr? Oh yes, the tape. Merely a test. Certainly not intended to fall into mortal hands. Fortunately, we are in the capital of mortal trickery and illusion. So did the tape drive you to find me? From whence flows your longing, child? Mir verlangt es, dich in den Arsch zu treten. Was zum Teufel hat das alles zu bedeuten? To gouge out the eyes of the Camarilla. The sewers are clogged with my creations. I will kill or drive the Nosferatu from their pestilent nests. Without the sewer rats to guide them, the Camarilla will be blind to the Sabbat's designs. Ah, du bist also einer dieser Sabbat-Arschlöcher. Und was hast du vor? It is not for me. It's for the will of the Sabbat. The Camarilla is stunted, dead and festering in the womb, good only as pawns of the fathers. Even now, they answer the call of the ancient and seek to free him from his torpor. The Alte? He slumbers within the Ankaran sarcophagus. One of the fathers whose return shall hearken the reckoning. Gohena is at hand, and the Camarilla are unwittingly speeding us all toward our doom. Vielleicht doch nicht. Was sind das für Geschöpfe? Hast du sie erschaffen? Blessed creatures. I have broken through their mortal crust and drawn from them their greatest strength, mutability. I coax a bone, weave flesh, and lay sinew tight until it strains to lash out. Hmm.
Woher hast du die Rohmaterialien für sie bekommen? Illegals, Mongols, Halfbloods and Caitiff. The bane of society, kindred and kin. They are as of little consequence to authority as they are to me. It is a culling of sorts. Das ist echt krank. Und die sind wirklich abstoßend. Perhaps, but they are exquisitely functional. Still, there's an uncanny elegance to even this, my most mercenary of designs. Es muss viel Zeit gekostet haben, diese Maschinen zu entwickeln. Not too much for those of us able to give the gift of metamorphosis, young one. I know you have a cold appreciation for the aesthetic of my creations. I see awe and longing in your eyes. Ja, was du siehst, ist das Verlangen, dich zu töten. Now, Camarilla Whelp, let me see you fight your nature in the face of those who have embraced their beast. Deny yourself Cain's gifts. And be torn asunder by my minions. Du wolltest es ja nicht anders. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese Folge. Auf Wiedersehen, Leute. Bis dann.